Hallo Leute und willkommen hier mitten aus den Alpen. Wir sind heute wieder unterwegs und möchten eine kleine Bergtour machen. Unser Ziel ist das Glatthorn hinter mir. Jetzt geht es erstmal hier ein bisschen steil den Berg hoch. Es führt auch einen Sessellift hoch, aber wir gehen natürlich zu Fuß. Oben geht es dann an dem Kamm entlang und dann weiter Richtung Gipfel. Jetzt gehen wir einfach mal los. Es geht hier erstmal ein bisschen serpentinig den Berg hoch und jetzt gehen wir gleich mal unter der Sesselbahn vorbei. Und natürlich bei bestem Wanderwetter ein paar Wolken, aber großteils blauer Himmel. Erste Etappe, die haben wir geschafft. Richtig steiler Aufstieg hier und hinter mir seht ihr schon das Glatthorn. Und jetzt geht es hier am Grat entlang Richtung Gipfel hoch. Eine richtig schöne Gratwanderung hier, ganz nach meinem Geschmack. An dieser Stelle einen schönen Gruß an den Roman. Echt herrlich hier. Richtig schöne Kraxelei hier. Jetzt kann mein neues Mikrofon mal zeigen, was es kann. Hier windet es ordentlich und meine provisorische übergestülpte Socke, die macht ihren Dienst hoffentlich ganz gut. Ich zeige euch jetzt mal den Furka-Joch. Hier sehen wir das Furka-Joch und letzten Herbst, da bin ich ja den Walserkamm gegangen. Es war so eine Gratwanderung, einen ganzen Tag, ich glaube 11 Stunden waren wir da dran, bis zur Haustür. Das verlinke ich euch jetzt hier gerade mal. Eine richtig wundervolle Aussicht von hier. Geschafft! Wir sind auf dem Pfalfkopf oben auf 2133 Metern und die Aussicht ist einfach nur grandios. Das muss ich euch mal zeigen. Wir werden jetzt noch ein bisschen Brotzeit machen und uns dann wieder auf den Abstieg machen. Thank you.
Pause fertig und jetzt geht's wieder auf den Abstieg. Richtig schön wieder hier am Grat entlang. Das Auto ist in Sicht und damit endet meine Wanderung hier. War ein richtig genialer Tag mit traumhaftem Wetter. Hat mir sehr gut gefallen und wenn es euch auch gefallen hat, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben da oder einen Kommentar. Und bis zum nächsten Mal. Ciao!